Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Elmkrieg mit mir, dem Kellerkind. So, ich muss mal schauen, was haben wir denn hier überhaupt gemacht? Hier ist so aufgeräumt. Ganz ungewohnt. Ich wollte mal hier rüber gehen, da habe ich nämlich den mit den unseren Silageballen abgestellt. Wollte mal schauen. Oh, ist Silage geworden. Dann können wir die doch heute mal wegbringen. Wir haben eh nicht so viel Kohle. ...32.000 ist jetzt nicht viel. Können wir mal noch mal eine Palette draufsetzen. Hinter vergessen wir das mal und dann laufen die voll. Aber irgendein Traktor fehlt doch noch, oder? Ach. Felder. Und das noch unser eigenes Feld 42. Dann könnten wir das doch mal ändern, weil ich habe... Habe ich es auch oder habe ich es nicht? Doch, ich habe auch Curseplay mittlerweile hier drauf gehauen. Kann ich das irgendwie steuern? Ich würde jetzt das Feld... Job erstellen. Ich würde jetzt sagen... Mach von hier da oben. So. Mach ruhig scharf. Kein Vorgewende. Normalerweise würde ich ein Vorgewende machen, aber ich habe ja den normalen Helfer anlaufen lassen. Und jetzt schauen wir mal. So, dann zeig mir mal alle Punkte. Wo war das? Hier. Alle Punkte, genau. Können wir ja gleich wieder ausmachen. Ja, und setz hier einfach den Helfer ran. Dann nur Start und Endpunkt. 42 steht. Du hast auch 42, aber bitte, du fährst die Sachen zum Hof. Dann schauen wir mal, ob er den abtankt. Er ist ja so gut wie voll. Ja, noch für ein Viertel hat noch Platz. Also. Er fährt es sogar richtig rum. Also wenn er jetzt abtanken würde, wäre das ideal. Muss man auch mal gucken, ob wir hier mit dem Abstand hinkommen. Apropos Abstand. Du. Rohrabstand ist 0. Das ist schon mal sehr gut. Wir machen hier auch mal Kurvengeschwindigkeit 80. So, er setzt sich in Bewegung. Jetzt dreht er gleich um. Du kommst jetzt zu spät. Das wirst du nicht mehr schaffen, glaube ich. Oder der ist voll. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Nee. Wir können ihn jetzt einfach mal anhalten. Machen das Rohr raus. Wenn ich jetzt vorfahre, fährst du dann auch vor? Hallo?
Du willst mich doch. So kommen wir doch gleich zusammen. Warte mal ab. Wenn ich jetzt bremse, dann fährst du weiter. Und jetzt kann ich überladen. Ja. Ausgedrückst. Bleib ruhig so stehen. Also. Fährt auch früher weg, komischerweise. Gut, aber jetzt sind wir. Haben wir. Wieder genügend Platz im Bunker, um zur anderen Seite wieder rüber zu kommen. So, lass die beiden mal arbeiten. Wir gucken mal, ob wir noch mal ein paar Missionen bekommen. Erntemission. Feld 56, das können wir ja erst machen. Sehen. Sehr viele Seemissionen. Was ist hier? 32. Der Sonnenblumen, Baumwolle, Weizen, Baumwolle, Gerste. Lügen? Nee. Was haben wir hier an grober Mission? Können wir lieber ihn hier losschicken? Da leihen wir uns die Geräte aus. Und holen uns hier 35. Den Vertrag dazu. Da kommt auch ein Gewicht dran. Gut, wenn wir es schon kriegen, dann nehmen wir es auch mit. Weil ich glaube, ob da bei dem Trecker Gewicht vorne ist und das noch das kleinste, wahrscheinlich 900. Ja gut, eine Tonne. So, dann sagen wir dich, du sollst bitte, machst du dein als letztes, das waren die 33, dann fährst du bitte erst zu 35. So, dann haben wir... Haben wir hier noch eine Seemission? Ja, die hier. Sonnenblumen. Was kann die... ist Einzelkorn-Seemaschine. Was kann die noch, die Seemaschine? Würde mich mal interessieren. Seetechnik, Einzelkorn. Welche ist das denn? Die hier ist das. Die kann auch Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben und Baumwolle. Dann können wir die auch für die... Ich hoffe, jetzt habe ich nicht geguckt, was für ein Tank die hat. 3800 ist okay. Arbeitsbreite 12 Meter. Dann nehmen wir den Auftrag an und leihen uns die Geräte aus. Okay. Und dann würde ich sagen, was sollen wir hier sehen? Gerste können wir nicht mit der. Raps auch nicht. Nochmal Raps. Baumwolle, das können wir aber ansehen. Vertrag akzeptieren. Auch wieder mit Ketten. Boah, die ist ja riesig. Müssen wir nur auffüllen, aber wir haben ja da noch Saatgut stehen. Können wir dann gleich umstellen auf Baumwolle.
Willst du dich auf? Noch nicht. Jetzt aber. So, jetzt holen wir uns aber noch zwei Big Packs. Jetzt müssen wir zur anderen Seite. Okay. Der ist bei 35 angekommen. So, dann fährst du bitte zu 34. In der Zeit können wir gucken, was die beiden hier machen. Will er jetzt mal abtanken? Oder will er nur nebenher fahren? Jetzt kommt er ran, jetzt will er abtanken. Habe ich das bei dem Drescher umgestellt? Nee, wo war das denn? War das hier? Wenn der Abtank für Drescher, Rohr ausfahren, stehen bleiben, da aktivieren. Hier speichern. Ach ja, war aber schon fertig. Aber wie gesagt, das hätte ich eh noch gemacht, dass er, wenn er abtankt, dann stehen bleibt. So, hier soll grobert werden. Dann sagen wir mal Job erstellen. CP. Erster Wegpunkt. Fangen wir hier ruhig an. Zack. Öffne. Ah, du kannst da weich machen. Wir machen zwei Vorgewände. Mit dem Uhrzeigersinn ist richtig. Auf Vorgewände starten. Und schließen. Ach, Kurs generieren fehlt noch. Schließen. Job starten. Aber ich habe auch heute wieder First Play abgedatet. Das ist jetzt die 7009. Hier lässt da ein bisschen was stehen, aber wir sollten zum Schluss bestimmt die 100% voll kriegen. Wir schauen mal. Ansonsten sehen wir ja hier ganz genau, wo wir noch Hand anlegen können. So, der läuft auf 34, ne, 35. Und der andere sollte zu 34. Wo war die 34? Hier oben. Gut, der soll ansehen, Job erstellen, erster Wegpunkt, fangen wir hier an, in dieser Richtung, öffnen, gegen den Uhrzeigersinn und mach, nee, nicht 40, zwei Vorgewände reich, weich, sind nicht unsere Felder, und Kurs generieren. Schließen, Job starten. Ach nee. Halt, stopp. Wir müssen den ja umbauen. Mit H können wir ihn wieder rausnehmen. Wir müssen den doch erst aufklappen, oder? Ach, der wird nur so umgedreht. Okay. Ich habe gedacht, wir müssten... Ich glaube, bei dem Roten ist das so, dass wir den hier abkoppeln müssen und...
Dann können wir den auch starten lassen. Oh, da zieht er noch zu sich ran. Aber er beginnt nicht am ersten Wegpunkt. Ach nee, verkehrt rum. Er hat wieder gegen Mittenuhrzeigersinn gemacht. Da gucken wir nochmal nach. Eigentlich sollte der so rumgehen. Wir lassen auch hier mal die starten. Verstehe ich nicht. Warum ist hier einmal so ein Punkt? Normalerweise ist das der Startpunkt. Aber warum ist der Startpunkt nicht der Startpunkt so ungefähr? Komm, wir machen. Wir fahren mal hier ein Stück. Ich glaube, ist das Einfachste. Und wenn wir hier jetzt einfach auf A drücken. Dann gucken wir nochmal nach den Aufträgen. Er fährt ja jetzt gegen den Uhrzeigersinn. So, da sind 10%. Und hier sind schon 63. Ich lasse den Kurs mal an. Ja, irgendwie kommt ihr beiden nicht wirklich zurecht. Wie viel hast du denn jetzt mittlerweile drin? Der hat 10.000 drin. Ist auch noch nicht weggefahren. Gut. Er zieht hier seine Bahn. Die Baumwollernte grubbert er unter, quasi. Ist ja nicht die Ernte, aber eben die der Rest, der übrig geblieben ist. Oh, der Korntank ist zu 80% gefüllt. Ja gut, der war ja gerade schon bei 76. Zieht aber flott durch, das passt. Und er ist auch gut dabei. Pfeift irgendwie so komisch. Aber die Sämaschine hatte ich noch gar nicht. Eine schöne Arbeitsbreite und sehr kompakt, wenn man über die Straße fährt. Und man braucht sie halt nicht abhängen und woanders anhängen. Wieder ein bisschen was reinbekommen. Irgendwann wird der Drescher stehen bleiben, weil er voll ist. Müssen nur hier mal schauen, ob wir hier noch 12%, das könnten die beiden Bahnen sein. Ansonsten müssen wir die Ecken vielleicht noch sauber machen. Dann können wir für dich ja eigentlich. So, die 3 ist ganz oben. Hier, die sind noch zusammen. Schicken wir den dann nach 76, war das, ne? Groban, ja. Lass den doch sofort runter. Also,
Du stehst schon fast richtig. Na, kriegen wir den durch? Na doch, ja. Dann wir lassen den bis hinten durchziehen. So, dann bist du fertig. Dann können wir dich rausnehmen. Klappt zusammen. Hier vorne ist die Straße. Dann fahren wir Richtung. Oh, der hält sogar. 76. Abmarsch. Nicht 35. Wer kommt denn auf 35? 76 hatte ich doch gesagt. Ich glaube, wenn du nach unten fährst, du musst zwar auch ganz rüber, aber ich glaube, das ist kürzer. Oh, jetzt kommt wieder die komische Brücke. Ja, ist aber gut. Ja, hier sind nämlich die 60er-Nummern. Oh, du bist leer. Dann bist du fast voll. Konntest du jetzt abfahren oder hast du keinen Weg gefunden? Berechne Fahrt. Können wir gucken. Sound. Ist schon. So, wir machen mal an. Will er nicht. Aber gut, wir haben auch keinen Rundkurs gemacht. Fahren ihn einfach hier vorne zur Straße. Der fährt noch, der sollte auch noch mal einmal zurückkommen. So, findest du jetzt einen Weg? Nein, falsch. Ja, jetzt findet er sofort ein. Er ist unterwegs. Du bist fertig. Können wir die beiden abschließen? Da war auch keine Geräte bei. Und dann können wir den nächsten machen. Aber die ersten konnten wir nicht. Haben können wir nicht. Können wir nicht. Weizen können wir nicht. Aber hier kommen wir nochmal. Feld 54. Dann Helfer aus. Nein. Klapp dich mal zusammen. Vierundfünfzig.
Und da fährst du darum, okay. Ach, hier sind wir beim Händler, genau. So, dann schicken wir den mal los. Und das Feld soll auch gegrubbert werden. Job erstellen. Erster Wegpunkt. Fangen wir hier oben an. Weich. Mit dem Uhrzeigersinn ist richtig. Kurs generieren. Job starten. Der ist schon bei 54 angekommen. Dann sagen wir ihm hier auch Job erstellen. Erster Wegpunkt. Wir lassen ihn von hier so anfangen. Weich. Nee, macht diesmal mit den Uhrzeigersinn. Kurs generieren. Schließen, starten. Mal sehen, ob er jetzt alles selber macht. Wir haben 14% Saatgut verbraucht. Ja. Und hier müssen wir ein bisschen nacharbeiten, weil der lässt ein bisschen zu viel stehen jetzt hier. Das hätten wir wahrscheinlich dann mit Vorgewende nicht so gehabt. Ach, der ist schon wieder da. Ging ja dann fix. Warum willst du denn, wo ich gerade stehe? Hast du ein Problem? So, ich lasse ihn mal an, damit er auch übertankt. Komm. Ich mach noch mal. Mal sehen, ob er kommt. Und der ist auch fix dabei. Gut, sind kleine Felder, ne? Und mit der Arbeitsbreite. Er ist aber auch schon einmal rum. Er geht jetzt auf das zweite Vorgewende. Und er weiß nicht ganz genau, ist er jetzt gerade durch den
Jetzt will er wieder zu 42. Weiß nicht warum, aber lassen wir. Ist ja auf jeden Fall leer, ne? Ja. Dann nehmen wir mal den John Deere. Müssen wir das Feld mulchen? Feld 42 war das. Abgeerntet. An für sich nicht. Ist kein Stoppelsturz. Dann würde ich sagen, wir pflügen das Feld. Als erstes. Dann fahren wir mal selber darüber, weil ich glaube, das ist einfacher. Weil wir können ja jetzt hier auch rechts rumfahren. Und vielleicht sehen wir dann den... er fährt nicht weiter. Okay. Ich weiß nicht warum. Aber um nicht noch länger zu warten, nehmen wir den mal raus. Planer weg. Machen wir den Drescher mal leer und schicken ihn hier schon mal auf Reise. So, den würde ich jetzt mit einem normalen Helfer losschicken. Hoch, runter. Das kann der Helfer genauso gut. Du kannst dann abladen. Und am Lager. Fahren wir dich mal hier vorne raus. Du leerst dich mal aus und dann kommen wir im Drescher rein. Der ist auch fertig. Machen wir das Rohr rein. Sein. Wir ziehen den Schneidwerkwagen da mal ein bisschen raus. Wir lassen den mal kurz hier vorbei. So, dann kannst du, ich meine, das wäre 56 gewesen.
Der hat abgeliefert, schätze ich mal. Wir müssen den Kurs hier noch löschen. Du bist da. Wo ist jetzt 56? Da unten? Nein, da ist 58. 56 da oben. Okay. Du wirst wahrscheinlich nach oben fahren müssen. Oder wir fahren dich nach oben. So. Du bist angekommen und auch leer. Du bist am Arbeiten. Du stehst. Dann klapp dich mal zusammen. Das war jetzt 76. Den Kurs löschen. 76 erledigt. So, was haben wir hier noch? 77 ist ja gleich hier um die Ecke. Stehen wir gerade vor. Okay. Dann Vertrag akzeptieren. Job erstellen. Fang du mal hier an und fahr darüber. Kurs generieren, schließen. Ne? Das ist der Wegpunkt. Oder fangen wir so an. Gegen den Uhrzeigersinn generieren. Da ist schon ein Kurs, okay. Dann schicken wir den doch einfach hier drauf. Was ist, ja. Ist wieder verkehrt rum. Nee, er will jetzt wieder auf das zweite Vorgewende, aber das möchte ich ja nicht. Du. Fang doch mal hier an. So. Da müssen wir dich so mithelfen. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein hier auf der Erlenkrieg mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.